Also ein grosses Grüezi miteinander aus der Schweiz. Ich bin eben der Werner Bechtel, aber im Netz findet ihr mich unter Atom Werni. So wie auf dem Plakat beschrieben. Als Gast getraue ich mir, hier in Deutschland auch etwas zu sagen, weil die ganze Geschichte betrifft die Schweiz auch. Letzthin waren verschiedene Politiker aus Deutschland am Oberrhein in der Schweiz auf der Brücke und demonstrierten, die Schweiz solle die Atomkraftwerke abstellen. Natürlich geht das nicht, dass Deutschland der Schweiz dort reinredet. Darum habe ich jetzt hier auch eine Antwort. Wir haben in der Schweiz etwa sehr viele Stauseen, ca. 9 Terawattstunden. Aber für die Energiewende brauchen wir 4 Terawattstunden Speicherkapazität. Also wenn ihr ungefähr wisst, wie viele Stauseen das wir haben, dann ist das eigentlich sehr viel. Deutschland braucht natürlich das Zehnfache, aber weil Deutschland keine Stauseen hat, braucht es noch viel mehr Speicherkapazität. Für die Schweiz macht das für die Pumpspeicher etwa 150 Milliarden Kosten. Aber wir haben die Berge nicht. Der größte Teil müsste durch Batterien und andere Speicherarten bereitgestellt werden. Und diese Batterien und kosten das Achtfache wie Pumpspeicher und zwar pro Jahr. Weil Pumpspeicher haben ja eine lange Lebensdauer, oder? Trotzdem hat die Schweiz schon 2 Pumpspeicherwerke, aber das sind erst 1,5% vom Bedarf. Pumpspeicher zählen auch nicht mehr zu erneuerbaren Energien, weil das sind auch viele Bautätigkeiten und 25% Verlust. Ein Pumpspeicher produziert keinen Strom, sondern produziert 25% Verlust. Ich habe das Ganze ein bisschen ausgerechnet und ich traue es mir kaum zu sagen. Wenn ich das umrechne, egal ob Schweiz oder Deutschland, was das kostet für eine 4-köpfige Familie pro Jahr, diese Speicher bereitzustellen, damit wir mit einer Energiewende Vollversorgung haben. Es kostet ca. 30.000 Euro pro Familie pro Jahr. Ist also finanziell überhaupt nicht möglich. Ja, aber das ist noch nicht alles. Deutschland hat ja keine Stauseen. Und darum ist der Speicherbedarf in Deutschland nochmals viel höher. Und alle Studien verschweigen, dass sich der Strombedarf bis 2050 verdoppelt. Das erhöht natürlich den Speicherbedarf noch einmal. Also somit ist eigentlich die Energiewende wirklich unmöglich. In Deutschland zeichnet sich ein weiteres Dilemma ab. Statt dass die Speicher bauen, importieren sie und exportieren sie in der Größenordnung von etwa bis zu 17 Kernkraftwerken. Wenn natürlich die Nachbarländer auch eine Energiewende hätten, und auch zur gleichen Zeit importieren wollten. Das funktioniert nicht. Also die ganze Geschichte wird sehr knapp, aber das Umweltministerium Baden-Württemberg hat geschrieben vor 2 Jahren, ab 2022 hat Süddeutschland eine Stromunterdeckung. Und das ist optimistische Beispiel. Das pessimistische wäre das schon vor 3 Jahren gewesen mit Stromunterdeckung. Also wenn ich die ganze Geschichte mit den Speichern anschaue,
ist die Kernenergie spottbillig. Und jetzt nochmals, warum ich als Schweizer in Deutschland dreinrede. Die deutsche Energiewende hat große Folgen. Es ist nicht die Frage, ob es einen länderübergreifenden Stromausfall oder Blackout gibt. Es ist die Frage, wann kommt der Blackout? Und der Blackout, ein länderübergreifender Stromausfall, hat noch ein paar Stunden schon Plünderungen zur Folge und nach wenigen Tagen schon viele tausende Todesopfer. Die Schweizer Bundesamt schreibt, Stromausfall ist in der Schweiz die größte Gefahr noch vor der Pandemie. Ja, darum ist Kernenergie für das Klima, Kernenergie für die Versorgungssicherheit, Kernenergie günstig für die Einwohner, Kernenergie für den Wirtschaftsstandort, Kernenergie für eine saubere Luft. Und ja, das wäre es eigentlich. Und somit danke ich Nuklearia für die Gastfreundschaft. Und wie gesagt, mich findet man im Netz unter Atomwerni. Danke vielmals und noch viel Spaß.